Hallo, ich bin Bianca, ich bin Tierpflegerin im Schweriner Zoo. Ja, und wir sind jetzt hier gerade im Raubtierhaus. Im Moment zurzeit lebt Lobo hier, das ist eine Streifenhyäne. Vorher haben wir aber auch Eisbären und Braunbären gelebt und danach die Löwen. Ja, und jetzt ist unser Lobo, wie gesagt, hier. Streifenhyänen sind von Natur aus eher scheu, also die brauchen schon ein paar Tage, um zutraulich zu werden. Also uns Tierpflege müssen sie meistens so 2-3 Tage kennenlernen. Das war bei Lobo auch so und dann wurde er eigentlich zutraulich. Im Moment ist er etwas unruhig, aber das kommt daher, da er eigentlich darauf wartet, um in die Außenanlage gelassen zu werden. Es ist Sonnenschein, super Wetter, mögen Streifenhyänen sehr gerne. Er wird auch draußen nachher gefüttert. Streifenhyänen haben ja ein sehr, sehr kräftiges Gebiss. Also die können auch sogar Knochen zerbrechen. Und die Zähne sind sozusagen unkaputtbar. Also da muss man jetzt nicht Angst haben dass die Zähne halt rausbrechen. Das würde nicht passieren. Sie fressen vorwiegend oder Aas, aber auch sehr, sehr gerne Obst zum Beispiel oder Früchte, wenn sie die auch in freier Wildbahn finden können. Also im Zoo haben wir jetzt hier festgestellt, dass er sehr, sehr gerne Bananen mag. Er liebt Melonen, Birnen, also was man eigentlich gar nicht denkt von der Streifenhyäne. Man denkt immer, die frisst Fleisch. Und wenn er kann, empfängt er sich ab und zu auch mal selber hier was. Also wir haben schon erlebt, dass hier auch manchmal Enten reinfliegen oder auch Krähen, die dann gerne an seinen Knochen möchten. Und dann fängt er sich eben auch mal eine Ente. Also wir finden den nächsten Tag eben die Federn dann in der Anlage und er hat dann seinen Braten sozusagen selber verspeist dann schon. So, und jetzt lassen wir ihn nicht länger warten und lassen ihn endlich in die Außenanlage.